So, heute gibt es ein kleines Video mit Exposition. Wir haben hier ein kleines... Ja, wir haben hier 7 Aufgaben an der Zahl. Und die 7 Aufgaben werden wir halt eine Aufgabe pro Folge erledigen. Heute haben wir die erste Folge und das heißt auch die erste Aufgabe. Wollen wir jetzt mal lesen, was wir machen? Okay, ich habe baue eine Starterbase. Und was hast du? Ich auch. Okay, also müssen wir jetzt mal kurz einen Spot suchen und alles mitnehmen. Okay, also ich glaube, ich farme jetzt hier erstmal ein bisschen Stein. Oder warte mal, ist es ja eigentlich ein geiler Platz für eine Starterbase? Hier so direkt haben. Also ich würde, glaube ich, eher sagen, ich baue da hinten so am Wasser so ein kleines Häuschen oder so. Oder halt in diese Berge. Eigentlich sollten wir uns einen Spawn markieren mit so Waypoints, ne? Wir haben ja die Mod. Ich mach das mal. Leute, was habe ich da hinten gespottet? Kürbisse, wie geil. Also da wäre jetzt der Kuh hier. Ich glaube, es wäre genug, die einzuzäunen, aber ich glaube, also ist nicht so wie in Only Survival, dass da gefühlt nicht spawnt, weil hier spawnt schon einiges, würde ich sagen. Also ich glaube, wir können schon mal ein paar Mobs hier töten für ein bisschen Essen dann in Zukunft. Hallo, guck mal. Hi. Hi. Ja, da hinten? Da hinten, ja, schon. Brauchst du ungefähr? Ja, ich brauche entweder den Bär benutze ich und ich benutze einfach die Torenbäume einfach als kleine Verbindungswege, dass ich ein riesiges Baumhof bauen kann. Ja, oder du baust dir einfach einen Custom Tree. Geht auch. Hättest du Interesse an einem Bett? Okay, wenn wir jetzt hier schon von den ganzen Toten jetzt wieder, können wir ja hier mal ein bisschen Wolle austauschen. Da kannst du dann auch ein Bett craften. Ja, ja. Glaube ich, dann auch ganz geil. Man sieht schon am Schädel und meiner Rüstung. Ich habe mich jetzt hier einigermaßen equipped. Ich habe meinen Bauplatz gefunden. Der ist jetzt dieser Berg. Hier hinten haben wir sogar noch einen Lavasee. Hier ist von Explosion die Base da hinten. Das seht ihr aber bei ihm im Video. Also vielleicht bei ihm. Jetzt müssen wir jetzt noch ein bisschen schauen, ob es wirklich so online kommt. Sollte es online kommen, seht ihr es bei ihm im Video. Sollte es online schon sein, verlinke ich es euch in der Videobeschreibung oder unten bei den Kommentaren. Aber was ich jetzt erstmal geplant hätte, ist dann hier mal ein bisschen nach dem Essen braten. Vielleicht hier oben in so eine Cave gehen, die ich hier so gesehen habe. Schaut mal, wie süß. Schaut mal. Doch, was wir jetzt zuerst machen, ist hier einmal so eine Treppe nach oben. Weil hier oben kommt dann nämlich unsere Base rein. Da müssen wir erstmal den Berg hier ein bisschen terraformen. Okay, die Treppe ist jetzt fertig. Ich kann es euch nochmal zeigen, wenn wir hier so hochlaufen. Und dann hier kommt dann unser Eingang. Und ich würde mal sagen, ich grabe mich hier mal leicht in den... Alles ist fertig. Hier sieht man jetzt nochmal mit Shader. Also, mir gefällt's. Ich habe jetzt hier noch ein paar Stonebricks und ein paar Chiseled Stonebricks. Dann wie hier oder irgendwo hier. Ich glaube, hier ist cool. Jetzt werden hier so 2 Stonebricks und darauf ein Chiseled stellen. Und hier einen Armor Stand mit einer Rüstung hinstellen, der so nach unten schaut. Damit es auch richtig geil aussieht. Hier haben wir schon Bambusen replaced. Da würde ich auf jeden Fall auch ein bisschen mitnehmen und hier außen hier noch so ein bisschen hinbauen. Damit es hier auf jeden Fall echt schön bewachsen und dschungelig aussieht hier in dem Plains-Biom, was man hier sehen kann. Also, ja, ist dann halt so. Mir gefällt's und das soll es auch mit dem Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Einrichten mache ich wahrscheinlich offscreen und alles, weil das kann man sich wahrscheinlich nicht anschauen. Und ja, vielleicht baue ich hier noch ein bisschen alles hin. Also werde ich auf jeden Fall noch fertig bauen. Also das war's für mein Video. Tschüss.